Ja, und jetzt geht es um Faszien. Das ist das feine Bindegewebe, das in unserem Körper alle Muskeln, inneren Organe, Gelenke und Sehnen umhüllt. Lange hat man gedacht, dass Faszien nur Füllmaterial sind. Aber das stimmt nicht. Das Gewebe übt großen Einfluss aus. Neue Erkenntnisse zeigen, dass Faszien häufig sogar eine wichtige Rolle spielen, wenn wir unter Rückenproblemen oder anderen Schmerzen leiden. Bei Rolf Sklani ist es der Arm. Er kann ihn immer schlechter bewegen. Nach einem Jahr geht fast gar nichts mehr. Jedes Mal stach es im Grunde rein. Bei jeder Bewegung oder schweren Bewegung. Wenn ich irgendwas hantieren wollte, vielleicht eine Kiste tragen oder irgendwie nur einen Korb mit Holz oder so, dann merkte man, es geht doch nicht. Ne? Bei Silke Johansen sind es Kopf und Nacken. Nach rechts und links drehen. Es tut weh. Seit 15 Jahren hat sie Kopfschmerzen. Es ist so wie eine schwere Last auf den Schultern. Angespannt, ich gucke angespannt, ich habe kein freies Gefühl, auch im Gesicht nicht so. Es ist immer dieses, man versucht ordentlich irgendwie so gegen anzukämpfen, so gegen den Schmerz. Das, was beide plagt, sind nicht die Muskeln oder Knochen, sondern Faszienprobleme. Und so sehen sie aus, Faszien. Unser Bindegewebe, im ganzen Körper verwoben. Hier Aufnahmen französischer Wissenschaftler. Die Faszien wurden bisher in der Schulmedizin deutlich unterschätzt. Wir haben Faszien bisher gesehen als Füllgewebe, als Bindegewebe. Doch Faszien sind viel wichtiger, sind ein eigenes Organ. Seitdem ich die Faszien therapiere, sehe ich erst, wie viele Menschen davon betroffen sind. Und auch Menschen, die ich vorher schon kannte, wo es vielleicht vorher gar nicht so klar war, was da los ist, können jetzt aus einem ganz anderen Blickwinkel nochmal betrachtet werden. Die Faszien, ein weißes Netzwerk unter der Haut. Sie umhüllen alle Muskeln und Organe, enthalten Lymphflüssigkeit und viele Nervenenden. Damit nehmen sie Schmerzen wahr und schicken Informationen über Bewegungen und Organfunktionen ans Gehirn. Sind die Faszien gesund, liegen sie in geordneter, entspannter Struktur, stützen unseren Körper und halten ihn innerlich zusammen. Sie übertragen die Kraft der Muskeln. Ohne sie wäre Bewegung nicht möglich. Wie Faszien und Schmerz genau zusammenhängen, erforschen Wissenschaftler der Uniklinik Ulm. Sie haben Tausende von Gewebeproben analysiert und konnten beweisen, dass Faszien verkleben oder sich verhärten können durch mechanische und chemische Reize. Und das verursacht Schmerzen und Unbeweglichkeit. Es ist ganz deutlich, dass man also überhaupt nicht mehr eine freie Bewegung machen kann und dass es dann auch zu Schmerzen führt. Also da wuchert im wahrsten Sinne des Wortes dieses kollagene, faserige Fasziengewebe, wuchert selber vor sich hin, versucht etwas zu versteifen und Bewegung zu limitieren. Solche Wucherungen sind unter dem Mikroskop gut sichtbar. Links normales Fasziengewebe, rechts von einem Arm, der 3 Wochen ruhig gestellt war. So in etwa könnte es in dem Arm von Rolf Sklani aussehen, vermutet Allgemeinmediziner Marc Stracke. Denn seinen Arm hat er wegen der Schmerzen kaum noch benutzt. Der Arzt lässt sich genau zeigen, wie und wo es schmerzt. Ein wichtiger Moment. Ihre Körpersprache ist ganz entscheidend für mich, für die Diagnose und die folgende Therapie. Dadurch, dass Sie mir hier einen strangförmigen Verlauf Ihres Schmerzes zeigen und nicht so einen flächenhaften, deute ich das als eine strangförmig verdrehte Faszie, die die Probleme verursacht. Und die will er lösen. Erst an der Schulter, dann den ganzen Arm entlang, drückt, streicht und schiebt der Arzt die verdrehten Faszienstränge in die natürliche Ordnung zurück. Denn dort, wo es schmerzt, ist das Netz der Faszien verzogen, löchrig oder verklebt. Die Faszien stehen unter Spannung und reiben aneinander. Das verursacht den Schmerz. Der Therapeut löst die Spannung und Verklebungen, drückt die Faszien wieder in ihre natürliche Ordnung zurück. Sie werden außerdem angeregt, sich selbst zu reparieren. Der Schmerz verschwindet, der Arm ist wieder beweglich. Die Kopfschmerzen von Silke Johansen behandelt Orthopädin Sabine Bleuel vor allem am Nacken und am Hinterkopf. Sie drückt und zieht dort, wo sie spürt, dass die Faszien aus dem Kurs sind. Wenn es zu schmerzhaft ist, können Sie jederzeit Stopp sagen.
Als ich das erste Mal gemacht habe oder die in der Behandlung war, fand ich es wahnsinnig schmerzhaft. Und man denkt, das Gefühl, oder es kann einem nicht gut tun bei so viel Schmerz. Aber wenn der Schmerz schon in der Therapie sozusagen nachlässt, merkt man schon so dieses Befreiungsgefühl. Besonders schmerzhaft ist es, wenn sich die Faszien so sehr versteifen und verdicken, dass sie Nerven einengen, haben die Ulmer Forscher festgestellt. Auch das konnten sie unter dem Mikroskop beweisen. Und hier sieht man, wie das richtig verfilzt ist, wie sich zusätzliche Stränge, Kollagenstränge gebildet haben, die den Nerv praktisch behindern. Manchmal lassen sich die Faszien erst nach mehreren Behandlungen lösen, meist wenn die Beschwerden schon lange bestehen. Wobei in unserem Sinne chronisch nichts mit der Zeit zu tun hat, sondern mit dem Zustand der Faszie. Faszie kann kalzifizieren, sie kann Kalzium einlangen, sie kann sich festmachen. Und wenn wir den Punkt der Kalzifizierung haben, dann brauchen wir auch mal 5, 6 Sitzungen. Bei Silke Johansen verschwanden die Faszien immer wieder durch Alltagsstress. Doch jetzt ist der Schmerz weg. Oh, perfekt. Es ist ja nicht selten, dass Menschen mit Schmerzen hier zu mir kommen und ohne Schmerzen gehen und dafür aber dann keine Medikamente, keine Tabletten, keine Spritzen brauchen. Er brauchte tatsächlich nur eine Faszienbehandlung. Rolf Sklani kann es immer noch nicht fassen. Sie haben die Schulter bewegt und das glaube ich nicht, ne, dass das weg ist. Das war phänomenal. Also, sowas habe ich noch nicht erlebt. Phänomenal, sagt er. Es ist ein Wahnsinn. Solche Erfolge und trotzdem kennen so wenig Menschen diese Therapie. Warum ist das nicht bekannter? Weil das Fasziengewebe bisher unterschätzt wurde. Wir kannten es bisher als Füllgewebe oder Bindegewebe. Aber es laufen jetzt Studien, die belegen, dass die Behandlung wirklich Erfolge hat. Mhm. Sie sind ja auch Handchirurgin. Lassen sich dadurch unter Umständen auch Eingriffe verringern, also dass Sie weniger operieren müssen? Ja, auf jeden Fall. Für mich stehen die Operationen immer am Ende einer Therapie. Das heißt, Beschwerden wie zum Beispiel ein Tennisellenbogen oder auch die weit verbreitete Sattelgelenksarthrose, die behandle ich mit der Faszienmethode und kann damit Operationen verhindern oder auch hinauszögern. Oh, das klingt toll. Sie wollen uns jetzt mal ein paar Übungen zeigen, die helfen können in der Therapie, aber auch in der Vorbeugung sozusagen. Dazu haben wir hier ein kleines Wohnzimmer aufgebaut, damit man eben auch sieht, das kann man zu Hause auf dem eigenen Wohnzimmerteppich eben auch machen. Und mit der Rolle, da machen Sie ganz viel bei den Patienten. Was genau? Zeigen Sie es mal. Wenn ich die Patienten schmerzfrei therapiert habe, fragen sie mich oft eben nach Übungen für zu Hause. Mhm. Dafür haben wir hier die Plekhol. Ich setze mich mal hin und Sie machen uns das vor. Ich empfehle an den Patienten, sich auf den Boden zu legen, die Beine aufzustellen, die Rolle in den Bereich zu legen, wo die Schmerzen auftreten, dann die Hände hinter dem Rücken, hinter dem Halswirbelsäule zu verschränken, damit wir in der Halswirbelsäule optimal liegen und dann über den schmerzhaften Bereich mit der Rolle entlang rollen. Das sieht aber ganz schön anstrengend aus. Da braucht man doch Bauchmuskeln, oder? Die Faszienmuskeln, die Faszienstrukturen des Bauches sollte man natürlich auch anspannen. Wem das zu anstrengend ist, der kann die Übung auch an der Wand zunächst machen. Ah ja, die Rolle dann zwischen Wand und Körper. Genau. Also, kommen Sie gerne mal wieder hoch. Ich möchte nicht, dass Sie sich so sehr verausgaben. Und eine Frage von Herrn Musevi aus Hannover an Sie stellen. Der möchte wissen, ob seine Rücken- oder Muskelschmerzen auch von den Faszien herkommen könnten. Also ganz klar, Sie können das von hier jetzt nicht diagnostizieren. Aber wie können Sie überhaupt feststellen, ob die Faszien schuld sind? Wir wissen ja, dass 80% aller Rückenbeschwerden vorübergehend sind und sich durch konservative, also nicht operative Maßnahmen behandeln lassen. Und ein Rückenschmerz ist auch immer ein Faszienschmerz. Mhm. Ich interpretiere die Körpersprache des Patienten und behandle ihn nach seiner Körpersprache mit entsprechenden Methoden. Okay. Sie haben auch einen Besenstiel, sozusagen, so etwas Ähnliches zumindest dabei. Was kann man damit machen? Mit dem Besenstiel können wir die Faszien dehnen, nämlich das dynamische Dehnen. Damit drücken wir die Faszie aus wie ein Schwamm, damit sich dann die Faszie wieder füllen kann, wieder geschmeidig wird, mehr durchblutet wird und sich Beschwerden lösen. Wir gehen da in einen Ausfallschritt. Wichtig ist hier, Bauch- und Rückenmuskulatur optimal anzuspannen, damit wir nicht in das Hohlkreuz verfallen. Okay. Dann halten wir den Ich mache mich schon unwillkürlich mit gerade, aber ist doch gut, oder? Ja, den Stock halten wir dann schulterbreit und versuchen dann, den Stock langsam unter Anspannung unserer Faszienstrukturen anzuheben. Nicht die Schulter dabei anheben, sondern die Schultern unten lassen. Wie also wäre nicht das? Aha. So hochziehen, sondern schön nach unten lassen. Wir gehen so weit wir können. Dann spüren wir schon die Spannung in unserem Körper
Und dann können wir so endgradig spielen, je nachdem, wie weit wir kommen, und nochmal dynamisch nachdehnen. Weil mit dem dynamischen Dehnen dehnen wir unsere Faszien. Mit dem statischen Dehnen, wie wir es bisher kannten, dehnen wir nur die Muskulatur. Sie haben uns aus Ihrer Praxis Bilder mitgebracht. Nehmen Sie gerne wieder Platz und erklären uns mal, was man da sieht. Das sind auch Bewegungen, die man machen kann zu Hause, die so eine Art Prophylaxe dann eben auch darstellen. Ja, wir wissen ja, dass in den Faszien auch Rezeptoren sind, die sozusagen die Faszie kontrahieren lassen, die uns die Leichtigkeit geben im normalen Alltag. Und das trainieren Sie da jetzt an der Wand? Genau, das trainiere ich da an der Wand. Das heißt, wir gehen auch hier, also einen Meter entfernt von der Wand, spannen wiederum die Faszien des Bauch- und Rückens an. Das passiert dann unwillkürlich quasi? Ja, wir gehen schon in die Vorspannung und lassen uns dann dynamisch an der Wand fallen, ohne aber ein Geräusch zu hinterlassen, weil dieses Feintuning, der Stoßdämpfer unseres Körpers, das sind die Faszien und das üben wir mit dieser Übung. Okay, das muss man aber selber bezahlen. Das zahlen die Krankenkassen zurzeit noch nicht. Wie viel kostet so eine Sitzung? Eine Faszienbehandlung liegt je nach Aufwand pro Einheit zwischen 60 und 90 Euro. Das sind so 20 bis 40 Minuten. Und wie viele braucht man? Wie viele Behandlungen? Optimal eine Behandlung. Das hängt aber auch vom Gewebe des Patienten ab. Ich kläre die Patienten auf, so nach 3 Behandlungen sollte es auf jeden Fall weg sein. Okay. Wir testen das ja direkt in der Behandlung und haben damit schon den Erfolg. Super. Herzlichen Dank für Ihren Besuch, Frau Dr. Bleuel. Am kommenden Dienstag.